So, Teddy Ursa, du wirst einmal... Hey. Ich beiß weiter in das Ladybar und Teddy Ursa erinnert sich an eine neue Attacke. Schlecker, das ist doch schön. Je weiter wir Krypto-Pokémon ihr Herz reinigen, desto... umso mehr Attacken erinnern sie sich, bevor sie zum Krypto-Pokémon wurden. Aber jetzt werde ich erstmal mit diesem Krypto-Knall das Schwalbini töten. Okay, nicht sehr effektiv gegen meinen Teddy Ursa. Wuhu. Und dieses Schwalbini meint weiterhin mich anschreien zu müssen. Probleme? Geh einfach sterben. So, Evoli, beiß nochmal das Lieber. Also viel dürfte da zwar nicht mehr von über sein, wenn du dauernd da reinbeißt, aber... macht nichts. Om nom 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 nom. Hahaha, deine Attacke schlägt fehl, du Noob. Autsch, welch unvorstellbare Schmerzen muss mein Teddy Ursa gerade erlitten haben. Es wurde von einem süßen kleinen Schnabel gehackt und hat weniger als 10 KP abgezogen bekommen. Heftig. So, ja, eine Runde greife ich die noch an und dann wird das Ladybar gefangen. Om nom 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 nom. Und Krypto-Knall dürfte eigentlich nicht zu viel abziehen, da das ja auch ein Krypto-Pokémon ist. Ja, das sollte zum Fangen eigentlich reichen. Am Anfang ist es noch nicht so schwer, die zu fangen. So, wirf den Krallball und wenn das nicht klappt, dann knall ich dir noch meiner Kryptomacht. Boah, los, Stampus wirft einen Eierkrallball. Autsch. Na, na, na. Toll, Ladybar wurde gefangen. So. Ha, würdest du je verlieren? Nein. Ha, super, schon mal einer, der von meiner überragenden, von meinem überragenden Talent überzeugt ist. Ladybar wird ins Team aufgenommen. Wuhu. Ich lese mal kurz vor, was er sagt. Diese Maschine an deinem Arm ist ein echter Renner. Wie diese Lichter blinken und so. Ich bin echt schwer beeindruckt. Und für eine Sekunde dachte ich, du hättest mein Pokémon wirklich geschnappt. Alter, du Spaß, das hab ich. Idiot. Naja, wer auch so dumm ist und sich Krypto-Pokémon schenken lässt. Selbst schuld. So, da ich jetzt dieses arme Ladybar von diesem schrecklichen Typen befreit habe... Oh, ich habe noch ein Haus gefunden. Ich dachte eigentlich, hier komme ich zurück zum Festland. Hm, auch gut. Ein... Oh Gott, wie heißt das Viech nochmal? Oh, scheiße, mir fällt gerade echt nicht ein, wie dieser Elektromagnet heißt. Das ist ein Magnetilo, verdammt nochmal. Warum wollte mir das nicht einfallen? So, was willst du... Du willst auch nichts Wichtiges. Naja, weiter geht's. Dann gehe ich jetzt erstmal in diesen schönen großen Leuchtturm rein. Und guck, was da für eine Action ist. Und dann gehe ich mal das süße Ladybar heilen. Ich habe 3 Pokéball gefunden. Auf geht's. So, bin ich faul und nehme den Aufzug oder laufe ich zu Fuß? Ich glaube, ich laufe zu Fuß. So, noch ein Trank, kann auch nicht schaden. Erstmal brauche ich noch einen Schluck Tee. Super.
So, was geht hier ab? Hier ist eine alte Frau. Die hier will nichts. Okay. Dann geht's weiter nach oben. Ludududududum. Ich sehe ne. Da ist ein Typ. Oder? Ich hab dich gesehen. Sprich mit mir. Hallo? Ah ne, das ist ein Pfeiler. Hups, ich wollte mit dem Pfeiler sprechen. Sorry, Pfeiler, ich wollte dich nicht belästigen. Stell dich erstmal vor, irgendein Typ, der versucht, mit dem Pfeiler zu reden. Leicht Psycho, aber auch nur leicht. So, du Kerl. Und was willst du? Auch nur labern. Oh Leute, ihr wollt alle immer nur labern. Das ist inakzeptabel. Ich will gegen euch kämpfen, denn mein Evoli braucht Erfahrungsfutter. So, ich habe mir nochmal einen Bonbon genommen. Weil ich merke, dass meine Stimme schon wieder versucht wegzugehen. Und das muss nicht sein. So, hier ist ein Typ. Aha. Der guckt einfach nur zu einer Insel. Da ist eine fette, hässliche Bodybuilderin. Hier oben ist der Aussichtspunkt of Awesomeness. Dann sprechen wir sie doch mal an. Ja, endlich jemand, der mit mir kämpfen will. Und sie will gleich ihr neues Pokémon gegen mich testen. Dreimal dürft ihr raten, was das für ein Pokémon sein könnte. Zubat und Pfiffchen. Evoli und Teddiwursa. Ladadadam. Na, welches ist es wohl? Das Pfiffchen. Okay, das will ich auf jeden Fall haben, weil das ist für den Anfang doch ziemlich nützlich. Evoli fängt gleich an, mal an, das zu beißen. Obwohl es wahrscheinlich zurückbeißen wird. Und Teddiursa wird erstmal das Zubat töten, damit das nicht rumnervt. Weil wenn das Superschall kann, dann kann das wirklich nervig werden. Und ah, vergessen, Pfiffchen ist undicht, da bringt bis nix. Und Zubat wird gewone-hit, dann kann es auch nicht mehr mit dem Superschall rumnerven. Naja, Tackle. Und Schlecker. Boom. Oh, scheiße. Hoffentlich kill ich es jetzt mit Schlecker nicht. Naja, sehr ineffektiv. Nicht sehr effektiv. Ach ja. Oh Gott, wie lange ist das her, dass ich Pokémon gespielt habe? Ich habe das mit den Elementen gar nicht mehr drauf. Naja, das sollte reichen, um das zu fangen. Und sonst kann Teddiursa nochmal Kryptoknall einsetzen. Boah, jetzt kommt die Eierkralle auf Doom. Bam. In your face. Yeah. Ich finde das schön, dass es am Anfang noch so einfach ist, die zu fangen. Boah, am Ende, da sind teilweise Krypto-Pokémon, die man nur fangen kann, wenn die wirklich einen einzigen KP haben. Das ist so nervig. Naja, wenigstens habe ich jetzt ein badass Pfiffchen in meinem Team. Da sich das zu Magneien weiterentwickelt, wäre das vielleicht sogar eine Überlegung wert, ob ich das ins Team aufnehme. So. Auf dem Weg runter bin ich faul und nehme den Fahrstuhl. So, und wieder zurück aufs Festland. Ups. Falsche Richtung. Fail. Fail auf Fail bei der Drehbrücke.
ist auch ein bisschen umständlich. Naja, passt schon. Laufen wir einfach mal weiter. Unsere kleine Schwester läuft immer noch hinter mir her. Nett. Ihr dürfte dabei zusehen, wie ich unschuldige Leute gepwnt habe.